Heute ist der dritte Reitsporttag und ich würde sagen, mit einem Kollegen, der mich vorhin angesprochen hat, der gesagt hat, es war letztes Jahr fantastisch, vorletztes Jahr fantastisch, aber dieses Jahr war es noch besser. Das gebe ich also gerne an Ingrid auch weiter. Mein Name ist Kotla, ich habe Corvette mitgebracht, die ist jetzt 10. Wir reiten L-Springen zusammen. Ich glaube, so unser Wunsch wäre dieses Jahr mal M anzugreifen. Corvette ist immer ein bisschen stressig und ein bisschen hippelig und macht sich da gerne so ein bisschen eng. Und deswegen glaube ich, dass so Stangenarbeit uns vielleicht heute ein bisschen helfen könnte. Ich glaube, das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch. Platz nehmen, gestreckt sitzen, Ellbogen und dann müssen die Hände hier zu sein, damit du auch mit dem Zügel das Maul fühlst. Sind die Hände offen, rutscht der Zügel durch, das ist alles wabberig und labberig und das Pferd, du hast keine richtige Verbindung. Dann musst du dir vorstellen, du kannst hier ein Lineal anlegen, das muss gerade sein. Wenn du jetzt eine halbe Parade gibst, treibst du und machst annehmen, nachgeben. Wenn aber du so schon die Hände hältst, kannst du ja nicht nochmal annehmen, sonst hast du den Knick im Handgelenk. Also wenn ich was mit SAP, mit Henrike zusammen mache, dann kann ich mich ganz entspannt in den Zug setzen und hierher kommen, weil ich weiß, dass die Organisation einfach top ist. Deshalb komme ich auch total gerne und wusste, ich werde hier Bedingungen vorfinden, die sind ideal und so war es. Ob wir uns die Halle anschauen, den Boden, das Hindernismaterial, die Gruppeneinteilung, die Reiter, die Pferde. Es war auch sehr abwechslungsreich. Unser Ziel ist es ja immer, da an einem Tag möglichst für alle was zu haben und deshalb suche ich mir immer so Sachen raus wie meine wichtige Lösungsphase und die Cavaletti-Arbeit, aber gleichzeitig auch mit Springen und ganz toll war das natürlich mit dem Gelände. Mir eben auch wichtig, gerade im Gelände reiten, dass diese Sicherheit im Gelände eben auch schon an der Basis ankommt. Deshalb mache ich das total gerne und mir macht es auch wirklich Freude. Also ich mache gerne Unterricht, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das auch mehr machen, aber im Moment bin ich halt noch so aktiv im Sattel, dass ich nur sehr selten mache und wirklich SAP und Henrike haben es geschafft, mich hierher zu kriegen, was eben sonst nicht stattfindet. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit der Ingrid. Es war sehr spannend und abwechslungsreich und ich habe definitiv ein paar Ideen mitgenommen, wie man so den Springtrainingsalltag ein bisschen spannender gestalten kann. Ich muss sagen, ich habe hier eine Truppe vorgefunden, die haben sich total bemüht. Die haben wirklich mit einem strahlenden Lächeln das einfach gemacht und gesagt und getan und wir haben auch Veränderungen gesehen und tolle Ergebnisse und was mir immer wichtig ist, wirklich zufriedene Pferde, alle haben hinterher schön geschnaubt, die Zügel aus der Hand kauen lassen, darum geht's ja. Ich glaube, es haben wirklich viele was mitgenommen und es ist viel rübergekommen.